Ich habe noch nie deutsches Essen gekocht. Auch wenn ich hier aufgewachsen bin, kam ich kaum mit der deutschen Küche in Berührung, außer in der Schulkantine von der 1. bis zur 4. Klasse. Und es hat mich nie genug berührt, dass ich Motivation hätte, es nachzukochen, weil ich hatte keine Oma, die mir leckeres deutsches Essen gekocht hat. Heute wage ich aber das Experiment. Ich werde deutsches Essen kochen für meinen besten und strengsten deutschen Freund. Er ist wirklich streng. Wie er das Ganze finden wird, bleibt dran. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute zwei deutsche Gerichte kochen und ihr wisst, ich bin auf gar keinen Fall Expertin in dieser Küche. Ich habe in einer meiner neuesten Videos erwähnt, dass ich selten bzw. nie Deutsch koche und habe euch tatsächlich nach Inspo gefragt und die Kommentare bei euch waren teilweise, ich koche eigentlich auch nie Deutsch und irgendwie hat mich das Ganze motiviert, es mal auszuprobieren, mit natürlich einer Herausforderung. Ich habe einen Freund heute eingeladen. Er ist tatsächlich Deutscher und wirklich, wirklich streng. Stell dich vor, wie ist dein Name? Ich bin der Sebastian oder Basti oder Borste, wie man es gerne nennen möchte. Ich habe ihn vor diesem Video natürlich gefragt, was seine Lieblingsgerichte sind, asiatisch und deutsch, damit er irgendwie nicht so die Ahnung hat, was wir heute genau drehen werden. Also er wird tatsächlich auch überrascht werden. Und er hat mir drei von seinen liebsten deutschen Gerichten unter anderem aufgezählt. Zwei davon werden wir heute kochen. Und ich habe Angst. Alle drei Gerichte, die er aufgezählt hat, habe ich noch nie in meinem Leben gekocht. Wie fandest du bisher mein Essen, was ich dir gekocht habe? Bis jetzt fand ich sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Bis jetzt. Heute koche ich Senfeier und Königsberger Klopse. Und dafür war ich natürlich vorher einkaufen. Und der Einkauf hat mich tatsächlich überrascht. Denn normalerweise verbringe ich sehr viel Zeit in der Gemüse- und Obstabteilung. Und ich musste aber tatsächlich nur Zwiebeln, Kartoffeln und krause Petersilie holen und war schon direkt fertig. Ich war so, hä, wie, ich bin in dieser Abteilung schon fertig? Aber was mich positiv überrascht hat, ist, dass ich Gewürze gekauft habe, die ich noch nicht habe. Unter anderem Nelken und Lorbeerblätter. Und Weißweinessig hatte ich noch nie in meiner Küche. Also, wir werden auf jeden Fall neue Dinge heute dazulernen. Und ihr fragt euch sicherlich, was für Rezepte wird sie nehmen? Und ich habe auch ganz viel Angst davor und habe auch viel recherchiert, weil je nachdem, wo man aus Deutschland kommt, macht man es anders. Und ich habe schon voll Angst auf die Diskussion. Aber dazu später mehr. Also im ersten Schritt will ich einfach nur die Senfeier kochen. Und ich bin ganz ehrlich, hauptsächlich habe ich auf TikTok geguckt, weil auf TikTok gibt es ja jetzt auch die ganzen YouTube-Videos von den Köchen. Die laden die halt auch dort hoch und da kann man am einfachsten suchen. Da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich ein Rezept von jemandem gefunden, von Chris Chimie. Und er hat gesagt, das ist ein Rezept von seiner Oma. Und dem vertraue ich mal. Und da habe ich vor allem den Tipp genommen, wie lange ich die Eier kochen muss. Die Oma kocht nämlich immer mit einem weichen Kern. Und ich finde das gut. Also 6,5 Minuten sollen wir die kochen. Bin ich mal gespannt, weil normalerweise, wenn ich zum Beispiel für mein Kind ein hart gekochtes Ei mache, mache ich immer genau 10 Minuten. Ich habe Angst, dass bei 6,5 Minuten das noch flüssig ist. Hey Siri, Timer 6,5 Minuten. 6 Minuten, 30 Sekunden. Der Countdown läuft. Daumen nach oben, wenn ich euer Siri gerade aktiviert habe. Für beide Gerichte brauchen wir Kartoffeln, also sehr viele Kartoffeln. So, die Eier sind fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob Deutsche das auch so machen, aber mein Vater hat mir beigebracht, wie ich meine Eier pelle. Und letztens habe ich auf TikTok auch gesehen, wie eine Asiatin Eier pellt. Und ich so, genau so mache ich das auch. Aber dafür müssen sie noch warm sein. So, eigentlich müsste das jetzt in einem Stück abgehen, aber ich traue mich gerade nicht, weil es ja ein bisschen weicher ist, als ich normalerweise koche. Aber es klappt. Hier geht nämlich diese dünne, weiße Haut mit ab. Ich mache dann auch weiter mit dem aufwendigeren Gericht, und zwar Königsberger Klopse. Da habe ich extra ein Rezept von Stefan Händler und er hat gesagt, das typische deutsche Gericht, Königsberger Klopse. Dafür brauche ich ein Brötchen, eine Semmel. Eine Schrippe. Eine Schrippe. Und würfel es. Was sagt ihr dazu? Gibt bestimmt noch mindestens 5 andere Begriffe. Ich habe kaum Erinnerung an Königsberger Klopse. Ich glaube, ich habe das vielleicht mal in der Kantine gegessen oder auch einmal bei Freunden zu Hause. Aber ich weiß
ungefähr, wie es schmeckt. Also, dass es zarter ist als eine Bulette. Es ist irgendwie so, es schmeckt schon gut. Wenn ich auch daran denke, muss ich ein bisschen sabbern. Aber schon komisch, dass ich nie die Motivation hatte, das zu kochen. Ich dachte auch immer, es ist voll aufwendig. Und ich bin ehrlich, es ist auch ein aufwendiges Gericht. Werden wir gleich sehen. Jetzt kommt hier einfach Milch rein. Schon crazy. Und das Ganze soll schön auch noch aufweichen. Keine Ahnung, ich würde nie im Leben drauf kommen, sowas zu machen. Aber es macht schon Sinn. Das ist ja so irgendwie die Stärke, die dann irgendwie alles bindet. So, für die Königsberger Klopse muss ich tatsächlich auch noch Zwiebeln anbraten, andünsten. Dafür hier einfach Butter schmelzen lassen. Wenn ich nochmal so recht überlege, habe ich schon so ein paar ganz, ganz simple Rezepte gemacht, wie zum Beispiel Bratkartoffeln. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe als Teenie, als 14-Jährige, fast jeden Nachmittag nach der Schule einfach Bratkartoffeln gemacht. Aber ich habe nie ein Rezept gegoogelt, sondern ich habe mir einfach gedacht, ja, das wird schon so gehen. Also halt Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und in Öl braten. Voila, Bratkartoffeln, noch ein Ei rein. Also ich habe dafür nie ein Rezept gegoogelt, aber ich habe es halt gemacht. So, der Hänsler sagt, wir brauchen keine scharfen Zwiebeln, sondern halt angedünstete Zwiebeln. Währenddessen kommen hier noch mehr Zutaten rein. Und zwar Kapern. Und ich bin ehrlich, ich gehöre zu den Menschen, die Kapern nicht mögen. Aber ich mag nur rohe Kapern nicht. Ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, dass in den Königsberger Klöpsen war immer irgendwas Grünes. Aber ich dachte, es waren Erbsen. Ich glaube, der Geschmack geht schon ziemlich raus. Die Kapern sollen hier quasi nur würzen, eine Würzfunktion. Die Kapern kommen auch nicht im Ganzen rein, sondern gehackt. Dann können die Kinder nicht die Kapern rauspicken, so wie Dirk. So, die Kapern kommen jetzt hier rein. Das ist übrigens veganes Hack. Eigentlich benutzt man gemischtes Hack. Und ich war wirklich kurz davor, nach dem Originalrezept zu kochen, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu überwinden. Weil ich es auch selber probieren wollte, ob ich es auch in Zukunft weiterhin kochen möchte. So, die Zwiebeln kommen rein. Das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Ich meine, alle Zutaten sind geil, kann ja nicht wirklich schlecht werden. Ein Bund Krause-Petersilien, ein Teelöffel mittelscharfer Senf, ein Ei zum Binden, unser Brot-Milch-Gemisch und Salz und Pfeffer noch. Hier kommt tatsächlich kein Geschmacksverstärker rein. Ich würde es privat reinmachen. Aber ich halte mich jetzt an den Rezept und ich muss jetzt ganz lange jetzt mischen, bis es so richtig... Der Hänsler sagt, ich soll es so lange kneten, bis es emuliert. Was ist das? Keine Ahnung. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das schon emuliert ist. Ich frage mich, wie ich das dann wirklich so festkriege. Oder schmeiße ich es einfach in das kochende Wasser und dann ist es fest? Ich knete einfach weiter. Ich bereite jetzt die Brühe für die Königsberger Klopse vor. Normalerweise nimmt man Rinderbrühe. Ich habe hier Gemüsebrühe. Aber das Coole ist, man nimmt jetzt auch eine Zwiebel. Ich habe die eingeschnitten und jetzt kommt ein Lorbeerblatt rein. Und noch eine Gewürznelke. Oh mein Gott, das riecht so gut. Die kommt einfach hier reingepiekst. So, aber der Händler hat natürlich auch einen Trick. Man muss irgendwie die Hände in kaltes, nasses Wasser. Und dann fangen wir an, die Königsberger Klopse zu formen. Ja, ich glaube, das klappt. Guter Tipp. Und es sieht auch schon so schön glatt aus. Ich habe jetzt leider keinen Trick, wie ich das gleich groß machen werden kann. Aber ist egal. Das ist nicht mehr rund. Es hält aber. Es hält. Ich wünschte, es wäre ein bisschen mehr stabiler, damit es auch rund ist. Aber es riecht schon echt wie so Kantinenessen. Aber positiv. Ich finde, es riecht viel frischer alles. Die Krause-Petersilie, der Wahnsinn. Die Krause-Petersilie erinnert mich einfach an deutsche Küche. Noch eine Prise Weißweinessig. So sieht das aus. Und jetzt widme ich mich den Soßen. Aber ich koche auch die Kartoffeln. Da habe ich auch extra eine Anleitung gegoogelt. Ich habe einfach Angst, dass ich falsch Kartoffeln koche. Aber tatsächlich mache ich es immer richtig. Einfach nur in Wasser kochen, aber die braun stellen und die Knollen wegschälen und versuchen auch gleichmäßige Kartoffelstücke zu schneiden, damit alles gleich gar wird. Und auch ein bisschen Salz. Jetzt zu den Soßen. Ich mache die Senfeiersoße zuerst
Und ich habe tatsächlich eine witzige Geschichte zu Senfeier. Ich habe das selber noch nie gekocht, aber ich wurde schon einige Male mit Senfeiern bekocht. Unter anderem von Dirk. Das allererste Mal, dass er für mich gekocht hat, war Senfeier mit einem Tofu-Steak aus Herzform. Er hat sich so krasse Gedanken gemacht, was essen Vegetarier? Und tatsächlich, der Freund, den ich heute einlade, das erste Mal, als ich bei dem zu Hause war, hat er mir auch Senfeier gekocht. Deswegen stehe ich eigentlich unter Druck, weil er weiß, wie man Senfeier kocht. Und wie gesagt, ich habe viele Rezepte gefunden. Ich habe jetzt extra ein DDR-Rezept, weil wir beide aus dem Osten sind. Also die Leute aus dem Westen bitte nicht abschalten. Folgt mir übrigens gerne auf TikTok, wenn ihr wollt. Guck mal, DDR, die haben sogar die gleiche Teefallpfanne so. Also, ich habe die auch. Ist jetzt nicht die, aber ich habe die theoretisch auch. Und das Ding ist, die Rezepte, die ich gefunden habe, haben alle so eine richtig dickflüssige Senfsoße. Und ich kenne eigentlich nur so etwas dünnflüssiger und mehr so süß-sauer. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Sorten von Senfeier. Es ist einfach kompliziert. Butter. In diesem DDR-Rezept kommt Milch rein und Brühe, also Gemüsebrühe, weil ich habe viele Rezepte gefunden, wo nur Milch ist und dann haben alle kommentiert, also bei mir kommt da nur Gemüsebrühe rein. Und andersrum, wenn Gemüsebrühe benutzt, also bei mir kommt da Milch rein. Und ich habe tatsächlich ein Rezept gefunden, wo beides reinkommt. Und jetzt kommt eine Mehlschwitze. Also ich habe den Begriff schon mal gehört so und ich kann mir auch vorstellen, was es ist, aber es ist einfach wahrscheinlich, um Soße zu verdicken. Ich hätte gedacht, einfach bei Soße so eine Fertigsoße von Knorr oder Maggi. Aber lieber Soßen selber machen. Jetzt kommt hier 250 ml Milch. Dann 100 ml Gemüsebrühe. Ich habe einfach die Brühe von den Königsberger Klopsen jetzt genommen. Und das Wichtigste, 100 Gramm Senf. Ich muss extra Senf kaufen. Ich habe keinen Senf in meinem Haushalt. Also eigentlich quasi die Hälfte von dieser Packung. Senfig. Das Ganze wird nochmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und ganz, ganz wichtig, stand auch in den Kommentaren, eine Prise Zucker. Die Eier dürfen auch schon dazukommen und darin schwimmen. Für die Soße der Königsberger Klopse brauchen wir auch wieder Mehl, eine Mehlschwitze. So, und hier ist es so, dass wir auch gleich 2 Esslöffel Mehl reingeben werden, aber erst, wenn das Wasser aus der Butter verdampft ist. Mehl. Und jetzt habe ich Gemüsebrühe, auch von den Königsberger Klopsen. Das einzig Asiatische heute ist das Stäbchen. So, jetzt haben wir noch mal 100 ml Sahne. Und jetzt kommt tatsächlich noch mal frische Kapern rein, ungeschnitten. Und für die Würze auch noch Kapernsaft. Zitronensaft. Guckt es euch an, ey. Oh, und wir sind fertig. Ich bin ganz ehrlich, es ist 13.43 Uhr, Basti ist schon da, obwohl wir gesagt haben 14 Uhr. Und damit hätte ich rechnen müssen mit dieser deutschen Pünktlichkeit. Er ist immer 20 Minuten zu früh da. Aber dafür sitzt er gerade in unserem Arbeitszimmer und muss warten. Aber das Essen ist fertig. Basti ist übrigens auch sehr streng, weil wir haben schon öfters was für ihn gekocht. Und dann meint er immer so, sind da E-Stoffe drin? Oh, das spüre ich direkt, glaube ich, gleich in meinem Magen. Und ganz wichtig, dekorieren mit Krause Petersilie. Oha, du machst direkt professional. Hi. Hallo. Wir haben dich gefragt, was deine Lieblingsgerichte sind. Aber wir haben uns heute nur auf deutsche Gerichte konzentriert, weil ich habe die noch nie in meinem Leben gekocht. Das war heute meine Herausforderung. Und du darfst es heute bewerten. Mach ich gerne. Als erstes habe ich Senfeier gekocht und da habe ich am meisten Angst, weil du selber auch sehr oft Senfeier kochst. Du hast uns ja auch schon mal Senfeier gekocht und leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe es nach einem DDR-Rezept gekocht. Da kann man nichts falsch machen. Ja, genau. Deswegen probieren wir. Doch, tatsächlich. Schmeckt nach Senf? Nee, so wie ich es damals in der Schule gegessen habe oder in der von Mutti, von Oma. Ach, krass. Kann. Hm. Ach, hat diesen krass. Einen Nachgeschmack, der da kommt. Nee, finde ich gut. Ich habe auch extra tatsächlich nach einem DDR-Rezept von Oma gesucht. Mit Zwiebeln? Nee.
Da sind Zwiebeln drin, ja. Mhm. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, als du es mir mal gemacht hast, war deine Soße ein bisschen flüssiger. Aber ich finde auch, dass es gut schmeckt. Es hat auch diesen leicht säuerlichen Nachgeschmack. Ja, das war so harm so eigentlich. Also bin ich der Meinung. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. Wusstest du, dass das erste, was Dirk mir gekocht hat, auch Senfeier war? Echt jetzt? Ja. Romantisch, oder? Hä, niemals. Aber mit einer Fertigsoße. Ja, ist ja, glaube ich, irrelevant. Okay, ich glaube, Senfeier ist approved. Kann ich auf jeden Fall weiterkochen. Ja. Dirk mag das auch. Ich mag das tatsächlich auch, aber ich habe es noch nie selber gekocht. Ich kam einfach nie dazu. Ich werde immer mit Senfeiern bekocht, deswegen. Komisch, laut Rezept habe ich extra 6,5 Minuten das Ei gekocht, weil der Kern dann weich sein soll, aber irgendwie ist der... Zum Glück ist er hart, der Kern. Zum Glück ist er hart? Okay, zum Glück ist er hart geworden. Ich habe auch schon gedacht, so, ich mag es so, wenn es ein bisschen flüssig ist, aber also nicht extrem. Aber vielleicht magst du es ja nicht. Ja, dein Fazit zu den Eiern? Ja, mein Fazit war sehr gut. Die hatten schön eine säuerliche Note zum Schluss immer. Die Eier waren schön auf Punkt, so wie ich es mag. Jeder mag natürlich anders, das ist immer ganz klar. Da hatte ich Glück auf jeden Fall. Ja, Kartoffeln haben wie Kartoffeln geschmeckt. Also, die ganze Kombination war echt gut. Also, sag mal, hätten die Kartoffeln nicht noch ein bisschen weicher sein können? Heute waren mir eher noch so ein bisschen härteren. Sag ich mal. Hattest du echt Glück? Ich hatte echt Glück. Das kommt immer auf den Tag an, ne? Ja. Kommt auch drauf an, welche Kartoffeln. So, jetzt kommt das zweite Gericht. Das war nämlich nicht ganz so einfach. Also, Senfeier war okay, geht auch schnell. Aber dann, jetzt haben wir Königsberger Klopse. Nicht lachen. Hier haben wir Königsberger Klopse. Und die Besonderheit ist, dass ich versucht habe, es nicht mit Fleisch zu machen, sondern mit veganen Hack. Und so rein optisch habe ich das Gefühl, dass es nicht so gut gehalten hat. Aber vielleicht schmeckt es ja. Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Was denn? Ne, der Geschmack ist tatsächlich wie? Ist halt, die Konsistenz ist nicht perfekt. Also die, wie du es gesagt hast, die halt nicht perfekt. Aber geschmacklich sind die halt 1:1 wie eine Königsberger Klopse. Okay, also wirklich, das meine ich ernst. Ich bin gespannt. Das ist wirklich eines der wenigen Sachen, die ich nicht probiert habe. Und ja, die Konsistenz ist so, dass es sehr schnell auseinanderbröselt. Mit Kapern? Mhm. Sehr gut. Wirklich? Mag nicht jeder tatsächlich. Aber die sind auch nochmal sauer. Mir fällt gerade auf, viele deutsche Gerichte sind sehr sauer. Mhm. Senfeier waren säuerlich. Das hier ist säuerlich. Viele Gerichte haben auch was miteinander zu tun. So Mehlschwitze in den Soßen immer. Okay, also theoretisch, wenn ich es nochmal probieren würde, sollte ich einfach noch mehr Semmel reinmachen als nur eins. Okay, aber ich bin trotzdem überrascht, weil geschmacklich erinnert es mich auch trotzdem komplett an Königsberger Klopse mit den Kapern, das Säuerliche und aber auch das vegane Hack ist lecker. Also auch wenn es jetzt nicht fest ist, es schmeckt trotzdem. Na, kommt darauf an, welches du benutzen willst. Du kannst auch tatsächlich, was ich gerne benutze bei so einem Gerichten, ist einfach Tofu. Und das dann mit Gewürzen abändern, ist ja halt relevant. Stimmt, ich habe auch schon mal festeres Tofu gehabt als das. Ich mache zum Beispiel gerne Bouletten aus Räuchertofu mit Zwiebeln, Paniermehl und Senf. Sehr viel Senf, also sehr viel Senf. Und ich bin auch überrascht, dass mir hier Kapern schmeckt. Weil so roh würde ich Kapern nicht essen. Nee, würde ich auch nicht. Das ist mit einer Soße, ja. Und bei dem Gericht hattest du Angst, dass es nicht so schmeckt? Ja, ich hatte hauptsächlich nur Angst, weil die Klöpse nicht halten. Ja, man lernt draus, ne? Nur man versucht sich besser zu. Machst du oft Mehlschwitze? Mhm. Wie war es für dich, mal wieder zu machen? Mal wieder? Ich habe noch nie Mehlschwitze gemacht. Nicht? Jo. Und ich glaube, ich kann jetzt so Fertigsoßen vermeiden, weil ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das in Zukunft weiterzukochen, auch so für Kinder. Ist auch voll das kinderfreundliche Gericht, oder? Dein Fazit, aber du darfst ganz ehrlich sein. Fazit, Senfeier ist 8,5. Das und ist gut. Das, jetzt mit der Matschigkeit sage ich es einfach mal eine 8. Ansonsten wäre es, glaube ich, eine 9 gewesen, tatsächlich. Krass. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht gehalten hat, aber es schmeckt wirklich gut. So, ich habe es geschafft. Ich habe heute 2 deutsche Gerichte zum ersten Mal gekocht und tatsächlich kamen sie auch super gut an. Das freut mich auf jeden Fall. Es war eine schöne Erfahrung. Ich werde weiterhin
Deutsch kochen. Also ich werde es versuchen, in meinen Alltag zu integrieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebstes deutsches Gericht ist. Und vielleicht sehen wir es irgendwann in diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne auch einen Daumen nach oben. Falls ihr diesen Kanal immer noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal nachholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!